Gemeinsam forschen, verstehen, Zukunft gestalten. Wenn man sich diesen Bild über das, den Film über das ZTI-Programm anschaut, meint man, die MINT-Welt ist in Ordnung. Wir haben heute, am heutigen Vormittag, aber schon von einigen Baustellen gehört in der MINT-Bildung und Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen. Ich freue mich jetzt sehr, in den kommenden 45 Minuten mit unseren Gästen darüber zu sprechen, welche Herausforderungen das sind und vor allen Dingen, welche Lösungen gemeinsam entwickelt werden können. Ich begrüße jetzt ganz herzlich meine Gäste. Das ist zum einen Sigrid Nikuta. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Vielen ist sie bekannt geworden als Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, nicht zuletzt durch eine aufsehenerregende Imagekampagne. Seit Januar 2020 ist sie jetzt im Vorstand, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bahn AG. Herzlich willkommen, Frau Nikuta. Hallo aus Berlin. Wunderbar. Unser zweiter Gast ist Klaus Kaiser, von dem ich weiß, dass er sehr gerne nach Hamburg gekommen wäre, nun aber in Düsseldorf ist. Er kennt die ZTI-Welt, die wir gerade schon gesehen haben, sehr genau, denn er ist parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und begleitet seit vielen Jahren das landeseigene Förderprogramm. Ja. Herzlich willkommen aus Düsseldorf. Wundervielen herzlich willkommen, Herr Kaiser. Und dann unser dritter Gast, da muss ich einmal kurz an die Regie fragen, ist, glaube ich, noch nicht eingetroffen. Das ist Britta Ernst, die uns hier in Hamburg gut bekannt ist. Herzlich willkommen, Frau Ernst, jetzt sind Sie da. Freue mich sehr, dass Sie es rechtzeitig geschafft haben, aus Potsdam uns zugeschaltet. In Hamburg uns hier wohl bekannt. Sie waren lange Zeit Mitglied in der hamburgischen Bürgerschaft und sind inzwischen Kultusministerin in Brandenburg und in diesem Jahr Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Nikuta, damit die Züge pünktlich rollen, welche Kompetenzen werden dann am meisten gebaut? Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik? Ja, die Bahn ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Teamleistung. Es werden wirklich alle Kompetenzen gebraucht und das ist extrem wichtig. Also wir brauchen alles von Reinigungskräften für unsere Züge bis hin zu Expertinnen und Experten für künstliche Intelligenz. Also wirklich die ganze Bandbreite. Aber Ihre Frage zielt ja dahin, ein Schwerpunkt sind natürlich schon technische und oder Digitalisierungskompetenzen bei der Deutschen Bahn. Denn die Bahn ist ja bekanntlich nun mal ein technisches Unternehmen. Ich sage mal, und deshalb sitze ich auch hier, hier haben wir in Deutschland noch echt einiges zu tun, damit wir mindestens 50% junge Frauen dafür begeistern, hier einzusteigen. Sie haben schon wichtige Themen angesprochen, die wir gleich noch vertiefen werden, Mädchen und Mädchenfrauen und Digitalisierung. Aber zunächst möchte ich Frau Ernst fragen, Sie sind ja als Kultusministerin nicht nur eben für Mathe und Informatik zuständig, sondern auch für Deutsch, Englisch oder Musik. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um die schulische MINT-Bildung in Deutschland? Das ist für uns insgesamt eine Herausforderung, der wir uns ja seit einiger Zeit auch stellen. Wir stellen einfach fest, dass es so einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass Kenntnisse in Mathematik nicht so für jeden als notwendig erachtet werden. Das begleitet uns nach wie vor. Die Fächer gelten auch teilweise als schwieriger als geisteswissenschaftliche Fächer. Und die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind im internationalen Vergleich auch nicht so gut, wie sie es sein könnten. Insofern beschäftigt sich die Kultusministerkonferenz seit vielen Jahren damit, auch Initiativen zu ergreifen, um im Bereich der MINT-Bildung besser zu werden. Dazu gehören Beschlüsse, die wir immer wieder gefasst haben. Im Moment werden gerade die Bildungsstandards für die weiterführenden Schulen in den Naturwissenschaften implementiert in den Bundesländern. Und wir sind auch mit dem DZLM im Gespräch, ob wir nochmal eine große Fortbildungsinitiative starten, um da auch anzuknüpfen. Viele haben das Sinus-Programm in guter Erinnerung. Das wird immer wieder genannt als ein Programm, was nachhaltig Wirkung gezeigt hat. Und in dieser Größenordnung müssen wir, glaube ich, nochmal etwas tun. Von alleine entwickeln sich die Dinge nicht so in die Richtung, wie wir uns das wünschen. Ja, leider. Das verfolgen wir alle seit vielen Jahren, gerade im Bereich Mathematik. Das haben wir heute Morgen ja auch schon gehört. Ist das
noch viel Luft nach oben, sage ich mal. Herr Kaiser, Sie haben jetzt gerade gehört, von schulischer, von auch Bundesseite oder Kultusministerseite passiert da einiges. Wie ist denn Ihr Fazit im Moment zum Stand der außerschulischen MINT-Bildung aktuell? Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind wir da schon ganz gut unterwegs. Es läuft einiges. Das Label ZDI, Zukunft durch Innovation, ist etwas, was landesweit verbreitet ist. Es fängt an beim Haus der kleinen Forscher. Es geht über Kursangebote, die wir haben, die die Hochschulen machen, aber auch Arbeit in Schülerlaboren, genauso auch eben Berufs- und Studienorientierung, wo man dann finden kann, herausfinden kann, ist das etwas für mich? Und ich denke, eben bei dem Trailer wurde das auch schon deutlich. Das heißt, man führt hin, und das geht nur, wenn man landesweit im Prinzip in einem Netzwerk unterwegs ist. Und da sind wir in Nordrhein-Westfalen nicht ganz schlecht unterwegs. Ich glaube, eins, was auch für die außerschulische MINT-Orientierung noch wichtig ist, dass dort nicht benotet wird. Frau Enz hat es ja eben angesprochen, dass manche noch den Eindruck haben, MINT-Fächer sind schwieriger. Da wollen wir uns vielleicht gar nicht hinorientieren. Das heißt, wenn man hingeführt wird und kann das erstmal fern von jedem Leistungsdruck machen, dann entdeckt man da plötzlich. Und ich glaube, für MINT kann man nur begeistern oder kann man nur, wenn man begeistert wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und uns ist auch wichtig zu sagen, MINT findet im Alltag statt. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wenn wir über Klimaschutz sprechen, wenn wir über Pflege oder Kunst und Kultur sprechen, dann hat das auch etwas mit MINT zu tun. Das wird sehr häufig nicht gesehen. Und wenn wir diese Kontexte insgesamt herstellen, dann wissen wir, der Alltag, schulisches Leben, aber auch berufliches Leben ist ohne MINT eigentlich nicht denkbar. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir uns entwickeln und sagen, MINT hat mit dem Lebensalltag eines jeden Menschen zu tun, von sei es bei jung, sei es bei alt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also wir sind da schon ganz gut unterwegs, aber es gibt immer noch Luft nach oben, weil wir natürlich wissen, welche Diskussionen um Fachkräftemangel stattfinden, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Es gibt Luft nach oben, sagen Sie, und das, glaube ich, ist jetzt auch kein Geheimnis. Die Situation für die auch gerade die außerschulische MINT-Bildung, auch die schulische MINT-Bildung, ist ja in der aktuellen Krise nicht leichter geworden. Und wir haben uns mal bei Akteuren umgehört. Was sind denn da so die größten Herausforderungen aktuell? Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Das heißt, die Hauptherausforderung ist, dass die technische Ausstattung sowohl an Schulen als auch bei Schülerinnen und Schülern zu Hause nicht die optimale ist, sodass man Online-Kurse nicht direkt vom Stegreif weg stattfinden lassen kann, sondern da natürlich erstmal so eine entsprechende Basis schaffen musste. Ich glaube, das zentrale Problemfeld für uns ist schlechthin die Zusammenwirkung zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren. Das große Problem ist, dass die Lehrkräfte an vielen Stellen das Gefühl hatten, einfach allein gelassen zu werden. Interessanterweise auch nach einem Jahr Pandemie haben die Medienzentren noch sehr begrenzte Ressourcen, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Weil da sind die Leute, die könnten helfen, die sind dafür qualifiziert und abgestellt. Wir müssen einen unverkrampften Blick entwickeln, wo diese neuen Methodiken gut sind und wo eben auch nicht. Und ich denke, die Pandemie hat gezeigt, wo es Potenzial gibt für neues Lernen, für Best Practice und was man so vielleicht besser nicht mehr machen sollte, wo analoge Lehrmethoden unbedingt ihre Vorteile haben. Wir haben jetzt hier eine Reihe von Punkten gehört, von außerschulischen Initiativen, die es aktuell gibt, die, glaube ich, auch nicht überraschend sind. Das ist die mangelnde Ausstattung von Schülerinnen zu Hause, überforderte oder auch alleingelassene Lehrkräfte und auch die fehlende Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern hier, die Landesmedienzentren, die als Beispiele genannt wurden. Frau Ernst, wenn Sie das hören, welche Chancen sehen Sie denn aktuell, um die Zusammenarbeit schulisch-außerschulische Partner, die auch da stark angeklungen sind, zu verbessern? Also man muss einfach sagen, dass zu den Rahmenbedingungen der Pandemie nun mal gehörte, die Gruppen sehr streng zu begrenzen. Und das war die Voraussetzung, um die Schulen überhaupt offen zu halten, für immerhin für den Wechselunterricht. Und insofern haben wir
eigentlich alles, was außerschulische Kooperationen angeht, auch die ganzen Betriebspraktika, die haben ja nicht stattgefunden, um kein zusätzliches Infektionsgeschehen an die Schülerinnen und Schüler zu bringen. Insofern hat die Zusammenarbeit mit unseren Partnern sehr gelitten im letzten Jahr. Das will ich zugestehen, im ganzen Bereich der Berufsorientierung. Insgesamt ist es aber natürlich der Schlüssel zum Erfolg. Das wissen wir. Und ich denke, wir werden irgendwann diese Ausstattungsfragen hinter uns lassen. Wir haben es ja doch durchaus geschafft, bei den Endgeräten für Schülerinnen und Schüler mit dem Bundesprogramm, aber auch mit ergänzenden Landesprogrammen, auch mit den Regeln, dass Familien, die ALG II beziehen, einmalig ein Endgerät bekommen, sind wir dort in großen Schritt vorangekommen. Jetzt geht es um die qualitative Ausfüllung und hoffentlich auch dann im nächsten Schuljahr nicht mehr unter diesen strengen Pandemiebedingungen. Und dann muss man sagen, da ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern der Schlüssel zum Erfolg. Er ist ein ganz wesentlicher Faktor der Motivation für MINT, nicht nur in der Frage, dass keine Benotung stattfindet, das ist ein spannender Aspekt, aber im Anwendungsbezug, im Erleben, im Berufsalltag, welche Rolle das spielen kann. Ich glaube, das begeistert junge Leute und bereichert die Schulen und überzeugt vielleicht auch noch Mädchen, wenn dann eben bei den außerschulischen Kooperationspartnern auch weibliche Vorbilder da sind. Das sind Schlüssel und deshalb ist die Vernetzung der Schule mit Partnern wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um ja einen Schritt voranzukommen. Und da hat uns die Pandemie leider wie in anderen Bereichen zurückgeworfen. Aber wir haben, was die Ausstattungsfragen angeht, einen Schritt nach vorne gemacht. Und wir haben, was die Befassung der Lehrkräfte mit digitalen Methoden, auch einen Schritt nach vorne gemacht. Der muss systematisiert werden, der muss auch qualitativ gecheckt werden, was ist wirklich gut. Und wie gesagt, dann freuen sich auch die Schulen sicherlich wieder auf die Arbeit mit den Partnern. Gibt es denn etwas, wenn ich noch einmal nachfragen darf, was Sie sich wiederum von außerschulischen Partnern wünschen würden? Gibt es etwas, was Schulen das vielleicht auch erschwert, die Zusammenarbeit? Das könnte ich so konkret nicht sagen. Es ist so, dass die Zusammenarbeit gut begleitet werden muss. Also ich meine gar nicht so den MINT-Bereich. Es gibt manchmal Menschen, die glauben, sie gehen in eine Klasse und erzählen was und das sei dann irgendwie ein Lernerfolg. So funktioniert es an Schulen halt nicht. Insofern muss man sich dann schon auf Schülerinnen und Schüler einstellen und auch wissen, wie man ihre Köpfe und ihre Herzen erreicht. Aber das ist jetzt kein großes strukturelles Problem. Das ist mehr eine Anekdote, die gesagt wird. Herr Kaiser, da können Sie aber mit Sicherheit aus dem Nähkästchen plaudern. Sie sind in Nordrhein-Westfalen nah dran und vor allen Dingen ja wirklich zum Teil seit 15 Jahren bestehende Partnerschaften zwischen Schulen und außerschulischen Partnern. Wir haben eben von vielen Hindernissen gehört. Frau Ahn sagt, ja, wir sind bei der Ausstattung von Schulen vorangekommen. Trotzdem hat man aktuell den Eindruck, es klappt manchmal noch nicht so richtig und die wirkliche, es ist häufig noch ein Nebeneinander von Schulen, außerschulischen Partnern. Wie können wir es da, wo hakt es noch und was können wir da gemeinsam tun, um wirklich von einer Koexistenz zu einem Miteinander zu finden? Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, was vor Ort stattfindet. Ich möchte aber eins noch vorweg sagen, wenn man sieht nach ein Jahr Pandemie, was Lehrerinnen und Lehrer geleistet haben und leisten vor Ort, da darf man erstmal Dankeschön sagen und da denke ich, ist das ganz, ganz wichtig und sonst wäre das nicht gelaufen. Bei der Frage der Ausstattung sind die Ministerien auch bei uns unterwegs, gleichzeitig die Schulträger, auch da sind schon erhebliche Verbesserungen erreicht worden. Das darf man vielleicht nicht außer Acht lassen. Was mir aber wichtig ist, wenn man das nachhaltig entwickeln will, geht es darum, dass Akteure sich kennen und miteinander im Austausch sind. Unsere Erfahrungen sind da, wo eine Nähe zwischen einer Schule und den dort engagierten Lehrerinnen und Lehrern und dem örtlichen oder dem regionalen Netzwerk existiert, je besser das miteinander abgesprochen ist, je mehr die dauerhaft in Kontakt sind, je besser gelingt es. Das ist also, glaube ich, der ganz entscheidende Faktor. Und wenn diese Kommunikationsstruktur gut etabliert ist, und Verlässlichkeit ist, dann klappt es auch, das war bei uns zum Beispiel der Fall, dass dann plötzlich auch in dieser Pandemie es gelungen ist, viel auf Online-Kurse umzustellen. Weil dann die Menschen, die handelnden Personen, die Akteure voneinander wussten, vertrauensbildend unterwegs waren und dann sagt, okay, wir probieren es jetzt einfach aus. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und deshalb ist es wichtig, dass zusammengeht Schule, Unternehmen, und die entsprechenden Schülerlabore. Das heißt,
Auch da müssen alle Akteure für sich selber den Vorteil erkennen. Und wenn sie für sich den Vorteil erkennen haben und nicht so nach dem Motto, ich muss das auch machen, und das ist auch noch zusätzlich obendrauf, wenn eine solche Mentalität sich verbreitet, ist das schwierig. Wenn man aber sagt, wir haben alle was davon, dann kommt man nach vorne. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Berufs- und Studienorientierungsbudget im letzten Jahr trotz Corona zu über 90% ausgegeben. Das heißt, da ist also sehr, sehr viel gelaufen, eben mit anderen Medien. Aber das ist etwas, weil ein solches Programm nachhaltig unterwegs ist. Mit 15 Jahren Erfahrung kann man dann auch entsprechend improvisieren. Das ist gelungen. Mhm. Da waren Sie auf jeden Fall aus und Sie haben auch schon den Ball gerade zu Frau Nikuta sozusagen rübergeworfen. Sie haben gesagt, Schulen, außerschulische und auch die Unternehmen müssen da die Wirtschaft stärker mit rein. Frau Nikuta, für Sie ist das vermutlich im Moment auch eher vielleicht fast eine philosophische Frage, keine strukturelle, sondern eine ganz praktische Frage. Wir haben ein Jahr Corona, unter Corona-Bedingungen. Herr Kaiser sagt, bei Ihnen findet Studien- und Berufsorientierung Nordrhein-Westfalen durch viel Vertrauen, durch Vorarbeit statt. Das ist nicht in allen Bundesländern immer der Fall. Wie erleben Sie das als Unternehmen, was den Ausbildungsbereich angeht, und was können Sie konkret tun als Unternehmen, um da mitzuwirken in diesem schon von Herrn Kaiser angesprochenen notwendigen Zusammenarbeit? Ja, also die Frage stellen wir uns natürlich unablässig, denn wir als Unternehmen sind darauf angewiesen, dass wir gute Nachwuchskräfte bekommen und wir jetzt nicht ein Jahr oder zwei Jahre eben weniger haben, weil Pandemie war. Sondern wir brauchen jedes Jahr natürlich qualifizierte Kolleginnen und Kollegen. Was mir aber ganz, ganz wichtig ist, also trotz Corona haben wir 5000 Auszubildende als Bahn jedes Jahr, die wir einstellen. Was mich betroffen macht allerdings, ist, dass in meinem Güterverkehr von den 1200 Auszubildenden, die ich einstelle, rund ein Drittel in MINT-Berufen ist. Und da habe ich aber nur eine Quote von 5% Frauen. So, und nicht, weil wir die Frauen aussortieren, sondern weil wir so wenig Bewerberinnen haben dafür. Und das ist ein Thema, was mich extrem bewegt, weil das, so sehr wir hier auch jetzt über Schule und außerschulische Einrichtungen diskutieren und Unternehmen, natürlich schon eine gesamtgesellschaftliche Thematik ist, die wir hier angehen müssen an der Stelle. Wie kann es eigentlich sein, dass es offensichtlich einen Interessensunterschied für MINT-Berufe gibt zwischen Jungen und Mädchen? Der ist nun mal nicht genetisch bedingt, sondern durch unsere Gesellschaft irgendwie geprägt. Und da spielen wir alle eine Rolle. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz dringend an dieser Stelle auch wirklich ansetzen. Und da sehe ich jetzt wiederum durchaus in Corona-Zeiten eine große Chance. Denn wir alle glauben ja, dass unsere Jugendlichen und Kinder so geprägt werden, wie wir geprägt wurden. Aber heute ist ein unglaublich wesentlicher Anteil in den sozialen Medien. Ne, die haben eine maximale Auswirkung auf die nächsten Generationen. Und da liegt natürlich auch eine Chance. Das können wir als Gesellschaft, als Unternehmen, als Schulen, als außerschulische Einrichtungen massiv nutzen. Denn auch wir haben die Chance, darüber prägend zu sein. Mhm. Und Sie hatten die Werbekampagne der BVG angesprochen. Genau das haben wir genau da gemacht. Wir haben über die sozialen Medien das Image eines Unternehmens im öffentlichen Nahverkehr in Berlin nachhaltig verändert. Das hätte wahrscheinlich vorher auch niemand gedacht, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass das wirklich eine große, große Chance ist, die wir hier haben, darüber auch nochmal Einfluss zu nehmen darauf, dass sich viel, viel mehr Schülerinnen und Schüler dafür interessieren und auch, dass sich sehr, sehr viel mehr Mädchen dafür interessieren. Auch indem es uns, auch als Unternehmen, so viel leichter gemacht wird, gute Beispiele zu zeigen, Role Models zu platzieren in der nächsten Generation.
Der Girls Day jetzt war ein tolles Beispiel dafür. Alles online. Girls Day online heißt, dass viel, viel mehr Frauen zu Wort kommen konnten, die auch bei uns im Einsatz sind. Viel, viel mehr Leute aus MINT-Berufen hier zeigen und erklären konnten, was für ein cooler Job es ist, den sie machen. Mhm. Obwohl sie vielleicht Mathe studiert haben oder Ingenieure sind oder Sonstiges. Vielleicht gerade, weil sie Mathe oder Studieringenieure sind. Auf das Thema Mädchen würde ich gleich noch kommen wollen. Ganz wichtiges Thema, was Sie auch, wir wissen, das auch seit langem umtreibt. Sie haben es jetzt aber auch gerade angesprochen, die Chancen, die in Corona liegen und gerade auch diese Online-Angebote, eben der Girls Day, der jetzt komplett digital stattgefunden hat. Und diese Chancen haben eben auch ganz viele MINT-Akteure, Initiativen ergriffen. Und Sie werden uns jetzt einmal kurz davon berichten, was Sie denn alles getan haben. Film ab. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich von 0 auf 100 quasi umdenken mussten in der Organisation, in der Ansprache, in der Kommunikation mit unseren Zielgruppen. Die Schüler haben mir dann eben Discord vorgeschlagen. Das ist natürlich auch toll, wenn man sieht, was machen andere Kollegen und Kolleginnen letztendlich? Was können wir vielleicht davon in unsere Arbeit integrieren? Ein wesentlicher Mehrwert ist einfach die Überwindung von Distanzen. Vor allem dadurch, dass die Kids letztendlich, online digital aktiv sind, werden natürlich auch die ganzen digitalen Kompetenzen von den Schülerinnen und Schülern alleine durch die Nutzung verschiedener Kommunikationsprogramme oder das Teilen von Inhalten mit anderen einfach viel mehr gefördert an der Stelle. Es hilft nicht, die Lehrkräfte am Anfang erst allein machen zu lassen und Dinge auszuprobieren und dann mit Datenschutzklagen zu bedrohen. Dann fühlen sich die Lehrkräfte in ihrem Engagement verraten und ziehen auch lieber den Kopf ein. Wir haben eine Reichweite, die wir in Präsenz nicht erreichen können. Natürlich machen wir das in digital weiter. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das auch in Zukunft weiter Bestand haben wird. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich hoffe es sogar. Wir haben ja auch sehr viel Optimismus gerade gehört. Natürlich machen wir das weiter, sagt der Kollege aus Nordrhein-Westfalen. Herr Kaiser, wie kommen denn eigentlich, das ist ja toll, dass es jetzt diese Online-Angebote gibt, wie kommen denn bei Ihnen eigentlich die Schülerinnen zu diesen Angeboten? Über die im Moment in den Schulen sind sie ja nur zum Teil. Ja, aber sie werden ja angesprochen. Das heißt also, wenn man neue Formate anbietet, neue Möglichkeiten, wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr mal so ein Escape Room angeboten, wo dann anders miteinander kommuniziert wird, das macht neugierig und das führt dann auch dazu, dass da ist. Wir haben bei uns einen ZTI-Roboterwettbewerb jedes Jahr. Da haben die Schülerinnen und Schüler die Ausstattung nach Hause geschickt bekommen und sie haben dann die Wettbewerbsergebnisse gefilmt und dann einer Online-Jury zugespielt. Das war auch etwas, wo man sagen kann, das ist neu gemacht worden. Das lockt auch noch mal wieder Neugier und es ist dann auch kreativ, damit umzugehen. Das heißt also, das Digitale darf nicht analog nur gefilmt da sein, sondern es muss dann auch neue Kommunikationsformen, neue Mitmachmöglichkeiten geben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das war der Hintergrund, warum wir in Nordrhein-Westfalen gesagt haben, es macht eigentlich Sinn, so eine MINT-Community-Plattform zu starten. Die ist im letzten Herbst gestartet worden, wo man einfach sagt, wir können hier miteinander uns austauschen, zusammenarbeiten und Erfahrungen mitteilen und gemeinsam etwas weiterentwickeln. So etwas braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis sich das etabliert hat. Aber umso wichtiger ist, dass es gegeben wird, weil die Chance, die durch die Digitalisierung gegeben ist, dass natürlich Räume wesentlich größer sind, dass man nordrhein-westfalenweit, auch europaweit zusammenarbeiten kann und plötzlich ganz neue Wettbewerbe, ganz neue Formen des Miteinanders ausprobieren kann. Das ist eine einmalige Chance. Und wenn man die Kreativität ein bisschen anreizt, dann wird das auch entsprechend wahrgenommen und das lockt die Neugier und deshalb wundert es mich nicht, dass in dem Trailer nicht gesagt worden seid optimistisch, sondern dass man die Chancen erkennt. Und wenn man eine Chance erkennt, ist man in der Regel optimistisch und nach vorwärts gewandt. Das gelingt eigentlich ganz gut und das ist die einmalige Chance durch die Digitalisierung, wenn die Krise sonst auch nicht viel Gutes hat. Aber diese Chancen werden wahrgenommen und wecken ganz neue Potenziale.
Frau Nikuta, wenn Sie das hören, das klingt ja alles wunderbar. Das ist genau eigentlich die Themen, die Sie auch schon angesprochen haben. Neue Form der Kommunikation, Jugendliche anders einbinden. Nun können Sie ja nicht nur noch Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen rekrutieren, die alle vorher hoffentlich im ZDI-Programm gewesen sind. Welche digitalen Kompetenzen brauchen denn eigentlich Jugendliche, um bei Ihnen eine Ausbildung anzufangen? Sie haben gesagt, breiter Bereich. Aber was sind so Fähigkeiten, die Sie mitbringen sollten im digitalen Bereich? Ja, was, glaube ich, vollkommen selbstverständlich ist, dass natürlich die üblichen Programme, die wir alle kennen, beherrscht werden. Aber natürlich auch, dass man sich nicht nur auf das Rechtschreibkorrekturprogramm verlässt. Ne? Also da bin ich auch sehr, sehr klar, ne? Sondern auch eigene Fähigkeiten sind hier enorm hilfreich. Und ansonsten wirklich die ganze Bandbreite. Wichtig aus meiner Sicht ist auch, dass man Hemmschwellen abbaut. Es hört sich immer so komplex an, da musst du kodieren oder ähnliches. Ist ja in Wahrheit ganz einfach. Also natürlich bin ich ein Fan davon, dass Schülerinnen und Schüler schon so gewisse Programmierkenntnisse in der Schule erlernen. Also wirklich so eine Grundkenntnisse, um einfach diese Hemmschwellen gar nicht zu haben, sondern zu wissen, wie cool das eigentlich ist, was ich damit machen kann. Und ich, und da teile ich den Optimismus des Einspielers, ich erlebe es so, dass sich da in den letzten Jahren schon ungemein viel bewegt hat. Und ich kann es jetzt für Berlin sehr, sehr persönlich beurteilen. Auch hier der Umgang mit digitaler Bildung in den Schulen natürlich in keinster Weise einfach ist und es immer wieder auch alles Mögliche gibt. Aber die Richtung ist richtig. Und es funktioniert ganz gut mit dem Online-Unterricht etc. Und ich bin auch der Meinung, die Kinder lernen hier etwas, was sie gebrauchen werden. Nicht alles muss persönlich entwickelt werden. Auch eben die intelligente Nutzung sozialer Medien, sozialer Kanäle für den Lernunterricht. Dann wird eben die Englisch-Lesson in einem einschlägigen Kanal irgendwie outgesourced. Und da guckt man sich ein Video an und da fließt die englische Sprache rein und die Kinder lernen das völlig selbstverständlich, so ein bisschen mehr wie eine Muttersprache. Also das hat durchaus auch Vorteile, die dann in der beruflichen Erstausbildung und auch später in der beruflichen Praxis hochrelevant sein werden. Also ich glaube, wir alle als Eltern unter uns haben viel stärkeren Einblick ja auch in Schule in diesem Bereich bekommen. Und Sie haben jetzt sozusagen ein bisschen Forschung, ein bisschen Lorbein jetzt auch schon Richtung Schule verteilt, dass da doch einiges passiert ist. Frau Ernst, wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation an, was so diese digitalen Angebote angeht? Findet das schon genügend Eingang in Schule oder wo sehen Sie da? Wo ist da die Luft nach oben, die wir schon ein paar Mal hier heute besprochen hatten? Na, wir haben schon eine starke Entwicklung. Ich möchte noch mal sagen, die Kultusministerkonferenz hat ja schon 2016 die Kompetenzen beschrieben. Und die finden Sie auch in den Lehrplänen und in der Vermittlung. Da geht es ja auch darum, einen Algorithmus zu verstehen, mit Datenbanken umzugehen. Es geht darum, auch Fake News zu identifizieren. Und wir haben uns aber damals sehr bewusst entschieden, nicht alles auf einfach Informatik zu setzen, sondern das in allen Fächern auch zu verankern. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor der richtige Weg. Beim Fach Informatik gibt es eine ganze Reihe von Bundesländern, die das integriert haben. Auch Brandenburg hat Angebote. Da muss man ehrlicherweise sagen, der Fachkräftemangel, der von der Wirtschaft beschrieben wird, trifft uns hier ja auch im Bildungsbereich. Und insofern ist die Limitierung da nicht unser Wille, sondern auch das Vorhandensein ausreichender Fachkräfte. Aber es geht darum, breite Kompetenzen zu entwickeln. Da sind wir gut vorangekommen. Durch Corona haben wir schmerzlich die Defizite in den Ausstattungsfragen gesehen. Der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern hätte früher kommen müssen. Und wir können jetzt sagen, er wirkt auch, er muss auch verstetigt werden. Und wir brauchen da dauerhaft eben gut ausgestattete Schulen. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren darüber auch gar nicht mehr reden. Dann brauchen wir eine Einheitlichkeit. Es ist ja so, dass in Deutschland die Schulträger für die Ausstattung zuständig sind, gar nicht so unmittelbar die Bildungsministerien. Und wir müssen eine Verständigung darüber haben, was man braucht, um modernen, guten Unterricht zu haben. Und Letzteres leitet über, dass wir das ganze Thema, was ist guter Unterricht, nicht aus den Augen verlieren dürfen über die ganze Frage der Ausstattung. Nicht die
Tatsache, dass ein Active Board an der Wand hängt, bedeutet nicht automatisch, dass Schülerinnen und Schüler mehr lernen. Es bietet nur so unglaublich viele Potenziale und die müssen gut genutzt werden. Da haben die Lehrkräfte viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Die müssen wir systematisch auch im Zusammenhang mit der Bildungsforschung auswerten, um dort auch dauerhaft einen qualitativen Sprung nach vorne zu machen. Das ist auch heute Vormittag schon stark angeklungen. Neben dem heute Frau Christmann und Frau Benning haben sich für das Fach Informatik ausgesprochen. Aber Sie haben es ja auch angesprochen, es ist ja gar nicht so ganz einfach. So viele Informatiklehrerinnen und Lehrer gibt es ja auch gar nicht auf dem Markt. Da ist natürlich eine große Schwierigkeit. Aber das andere, was Sie eben angesprochen haben, Lehrerfortbildung, ist ja auch ein großes Thema. Es ist ja nicht nur die Technik, die vor Ort sein muss. Wie Sie auch sagen, das Smartboard alleine nützt noch gar nichts. Wie ist denn da, ist da auch vielleicht geplant, stärker noch die Kompetenzen, die bei außerschulischen Partnern vorhanden sind, zu nutzen? Es ist auf jeden Fall so, dass es einen ganz hohen Stellenwert hat. Durch Corona waren die Rahmenbedingungen etwas verändert, aber es gibt einen unglaublichen Bedarf, auch konkret an der Schule in schnellen, kurzen Fortbildungen zu akuten Fragen und Herausforderungen eine Fortbildung zu erhalten. Die Idee, man fährt irgendwo ein Wochenende hin und kommt gerüstet in den Schulalltag, tritt ein wenig in den Hintergrund. Und uns ist auch wichtig, die Erstausbildung nicht aus den Augen zu verlieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Dynamik in der Entwicklung, dass das lebenslange Lernen nun wirklich mit Inhalten gefüllt werden muss. Und ich gehe davon aus, dass dort auch die Kooperation mit Partnern einen höheren Stellenwert angeht. Im Moment geht es auch einfach darum, das quantitative Fortbildungsangebot für Lehrkräfte in diesem Bereich auszuweiten. Und da sind alle Bundesländer bei. Das hören wir gerne. Ein Thema, das Frau Nikutta ja auch schon mit großem Engagement hier auch in die Runde eingebracht hat, ist die Förderung von Mädchen und jungen Frauen im MINT-Bereich. Sie haben es auch gesagt, bei Ihnen die Ausbildungsquote von 5%. Ich habe mal nachgeschaut, insgesamt Ausbildungsverträge im MINT-Bereich liegt der Frauenanteil bei 11%. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das zu wenig ist. Und wir haben einmal auch wieder uns umgehört, was die Akteure dazu sagen, woran das liegen könnte und was man auch ganz konkret dagegen tun kann. Mädchen wählen weniger MINT-Berufe, weil es sehr viele Stereotype darüber gibt. Ich denke, wir kommen als Mensch auf die Welt und nicht mit unserer beruflichen Orientierung, ne? Also irgendwie ist da was verkehrt. Mädchen oder Frauen, die in Technik oder Informatik oder an sich in den MINT-Bereich gehen, haben ja auch immer noch so einen Sonderstatus. Ich finde, man muss auch zeigen, wie es in wirklich ist, und man muss auch zeigen, dass es das MINT für jeden ist, dass es nicht nur für Jungs ist. Also es herrscht halt Bildungsungerechtigkeit, das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, und da versuchen wir halt wirklich, jedem die Tür zu öffnen und die Möglichkeit zu bieten, sich irgendwie auszuprobieren. Uns ist es ganz wichtig, dass wir eine Gruppe Gleichgesinnter schaffen. Also, dass die Mädchen wissen, hier habe ich Sparringspartner, die sich für ähnliche Themen interessieren wie ich. Und mit denen kann ich jetzt mal so richtigen MINT-Deep-Talk machen, ohne jetzt hier als der Nerd irgendwie dazustehen. Wir haben gerade gehört, dass es noch viele Rollenklischees gibt oder sie eine große Rolle spielen. Frau Nikutta, Sie stehen für DB Cargo, also den Bereich Güterverkehr. Das ist jetzt vermutlich auch nicht ein Bereich, der sofort von Frauen angewählt wird oder eine typisch weibliche Domäne sein dürfte. Mit welchen Argumenten überzeugen Sie denn junge Frauen jetzt hoffentlich bald mehr zu Ihnen kommen, mehr einen Ausbildungsvertrag bei Ihnen zu unterschreiben? Ja. Die Frage stelle ich mir wirklich oft. Wir bei DB Cargo sind 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich bin jetzt seit gut einem Jahr die Vorstandsvorsitzende und habe quasi als erste Maßnahme im Vorstand verändert, dass jetzt 3 Frauen und 3 Männer im Vorstand sind. Also eine Frauenquote von 50%. Und ich sage gerne dazu, es war noch nicht mal schwer. Und das führt zu einer Änderung. Mir hat neulich eine Kollegin gesagt, auf einmal gibt es in diesem Unternehmen ein extrem frauenfreundliches Grundklima. So,
Und das führt nämlich dazu, dass das ausstrahlt. Das ist das Thema Role Model. Das strahlt aus in überall hin. Ich bekomme Bewerbungsschreiben von ganz vielen Frauen auf allen Ebenen. Im Übrigen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt gerne bei euch mitmachen. In allen Feldern. Das wird auch, und davon bin ich ganz überzeugt, jetzt sich bei unseren bei den Auszubildendenzahlen bemerkbar machen. Denn es ist so klar, dass wir die jungen Frauen einstellen wollen. Nicht, weil wir eine Quote haben wollen, sondern weil wir sie wollen, weil ich davon überzeugt bin, dass die es können, mindestens genauso gut, wenn nicht besser, wie ihre männlichen Bewerber. Und dieses Klima, diese Vorbilder, diesen Stolz darauf, in diesem technischen Unternehmen zu arbeiten, das wird dazu führen. Und das müssen wir, glaube ich, erzeugen. Dieses coole Image auch, ne? Diese technischen Digitalisierungsberufe, damit kann ich so viele Dinge verändern. Damit kann ich zum Mond fliegen oder zum Mars. Und wer möchte das eigentlich nicht? Also von daher kannst du hier deine Träume realisieren. Das wäre meine Grundbotschaft. Okay, also neue Bilder brauchen wir auf jeden Fall und offensichtlich eine Frauenquote. Bevor ich das vielleicht noch gleich an Frau Ernst dann weitergebe, die Frage, würde ich noch Herrn Kaiser fragen. Wir haben ja auch gerade gehört, eine Akteurin aus Nordrhein-Westfalen gesagt, Mint-Deep-Talk braucht man. Neue Rollenbilder haben wir jetzt von Frau Nikuta gehört. Was gibt es denn konkret in Nordrhein-Westfalen auch wieder für gute Praxisbeispiele, wie man Mädchen für Mint begeistert? Gibt es da vielleicht ein Patentrezept? Das hätten wir jetzt dann gerne. Ja, ich glaube, so einfach ist es nicht, sondern man muss sich immer die Sache konkret angucken. Was für ZTI-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen gilt, dass da die Teilnehmerinnenzahl bei etwa 45% konstant liegt. Das heißt also, von der Teilnehmerzahl ist das schon mal nicht schlecht. Ich glaube aber, dass trotzdem die Besetzung von Ausbildungsstellen oder auch von Stellen, die zu besetzen sind, das nicht durchgeht. Wir wissen zum Beispiel, dass bei gerade mittelständischen Unternehmen sehr häufig noch der Frauenanteil viel zu gering ist, dass sie aber auch das Know-how, wenn da ein 50-Mann-Betrieb ist und da sind nur Männer unterwegs, dann fehlt auch das Know-how, wie können wir junge Frauen gezielt ansprechen und wie können wir sie begeistern. Da stellen wir schon Expertise bereit und sagen, wir helfen, damit man sich mit diesem Thema befasst. Und das ist, glaube ich, das, dass man sich den einzelnen Fall angucken muss und dass man in der Breite dafür wirbt, dann wird man auch erfolgreich und dann merkt man auch, dass die Umsetzung entsprechend stattfindet. Das heißt also, es gilt dann auch eben, gute Beispiele zu finden, also Role Models, die eben es vorgelebt haben, die gesagt haben, ich habe den Weg gefunden. Ich komme ja selber aus dem Südwestfälischen, also aus dem Sauerland. Da gibt es inzwischen dann auch die ersten mittelständischen Unternehmen, wo die Geschäftsführung in der nächsten Generation an die Töchter geht und plötzlich sind die dann in technischen oder in handwerklichen Berufen, wo man sich das vor 15 Jahren noch nicht hätte vorstellen können, unterwegs. Das müssen wir aber von im gesellschaftlichen Alltag unbedingt unterstützen und da kann ZTI etwas leisten, dass man einfach sagt, wir packen das Thema an, wir werben stark dafür, dass junge Mädchen und junge Frauen da entsprechend unterwegs sind, dass man auch ein Beispiel, haben wir gemacht, dass wir den ZTI-Heldinnen-Oktober gemacht haben, um da auch gute Beispiele zu zeigen. Wenn sich das rumspringt, dann löst man einen Schneeballeffekt aus und ich glaube, das ist das, was am nachhaltigsten stattfindet. Das heißt, es ist kein Quick-Fix zu machen, sondern wir müssen da alle zu stehen. Insbesondere natürlich Männer müssen auch da entsprechend Werbung zu machen und manche müssen auch noch ein bisschen sensibilisiert werden. Ich denke, dann geht das schon in die richtige Richtung. Mhm. Also Sie sagen es richtig, es ist ein multifaktorielles System und ein wichtiger Faktor sind da sicherlich auch die Lehrkräfte. Mein Eindruck ist immer, in Schule findet die gezielte Ansprache von Mädchen für MINT-Themen kaum statt. Stimmt das, Frau Ernst, oder kommt da vielleicht, welche Rolle könnten da Lehrkräfte vielleicht auch in Zukunft noch stärker spielen? Was wir genau wissen, ist, dass außer in Mathematik die Leistungen der Schülerinnen und Schüler deutlich besser sind, in Biologie, in Chemie, auch in Teilen der Physik.
In Mathe sind die Schülerleistungen der Jungen besser. Dort liegt auch eine Aufgabe der Schule. Das heißt aber, in den anderen naturwissenschaftlichen Fächern gibt es die geschlechtlichen Diskrepanzen so klischeehaft gar nicht, beziehungsweise die Mädchen haben aufgeholt. Woran das allerdings mangelt, ist, dass die Schülerinnen und Schüler das wissen, dass sie sich gut finden. Da ist bei den Jungen kein Mangel und darüber schmunzeln wir dann auch, wenn uns diese Ergebnisse vorgetragen werden, weil da sitzt das Problem. Die Mädchen haben deutlich bessere Leistung, wissen das aber nicht. Und da ist natürlich die Aufgabe der Schule, das auch deutlich zu machen. Der zweite Frage ist dann die der Berufswahl. Und ich finde auch, dass das ein sehr hartleibiges Thema ist. Ich bin ja schon seit den 80ern dabei, mir Gedanken zu machen, wie der Frauenanteil in verschiedenen Berufsfeldern gesteigert werden kann. Und ich bin im Handwerk doch manchmal erschrocken, weil es sind dann in der Tat die Töchter des Unternehmers, die diesen Weg einschlagen und die Firma übernehmen. Aber ansonsten ist die Hürde dort groß. Und das hat etwas mit der Ausstrahlung dieser Bereiche zu tun. Die großen Unternehmen haben den Vorteil, dass sie einer Vereinzelung der Mädchen entgegentreten können, indem es dann gelingt, mehrere auch einzustellen. Denn ich finde, man muss einfach sagen, nicht alle Mädchen wollen die Erste sein und wollen die Pionierin sein. Die gibt es, aber viele wollen das nicht, sondern sie wollen sich wohlfühlen. Sie wollen eben auch mit Mädchen in die Ausbildung gehen. Sie wollen nicht alleine sein als Einzige unter Jungs oder unter Männern. Und da können die großen Unternehmen etwas leichter agieren. Und ich denke auch, dass das Thema Anwendungsorientierung, was mache ich mit den Kenntnissen, eine Rolle spielt. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber wenn man weiß, dass man mit diesen Fähigkeiten Gutes bewirken kann für das Klima, für eine moderne Mobilität, für eine umweltfreundliche Logistik, dann glaube ich, begeistert man auch die Mädchen, die manchmal doch sehr genau gucken, was sie mit ihrem Beruf dann auch für die Gesellschaft bewirken können. Und ich glaube, da liegen auch noch weitere Ansatzpunkte. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das ist auch eine wunderbare Überleitung zu unseren Publikumsfragen, die ich jetzt noch so die letzten 5 Minuten, ich habe gehört, Frau Nikuta, Sie haben noch 5 Minuten, bis wir nehmen uns noch 5 Minuten, weil wir auch später gestartet sind, Zeit, da würde ich noch wenigstens 1, 2 Publikumsfragen und das kam nämlich auch genau, was Sie eben gesagten, Frau Ernst, man kann Mädchen intensiv für Ausbildung und Studien welcher begeistern, aber auch später im Arbeitsumfeld muss es stimmen. Was passiert sozusagen auf dem Weg von, Herr Kaisers geschildert, begeistert die Mädchen, bis dann gehen immer mehr Frauen verloren. Vielleicht ist eine Frage, Frau Nikuta, die in Ihre Richtung geht. Wie bleiben die Mädchen dann auch dabei, wenn man sie dann schon mal hat? Oder gehen sie dann doch wieder vielfach verloren? Ja, also Frau Ernst hat ja schon angesprochen, natürlich ist es schwierig, wenn es einzelne Mädchen sind. Ne? Es ist immer besser, wenn man eine gewisse Gruppe hat an Mädchen, auch in der Ausbildung oder in der späteren Zeit. Aber ich sag mal, du musst einfach hingucken und sie sehr, sehr gezielt weiterentwickeln. Also da ist am Anfang jetzt nicht nur Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern dann eben auch im Folgenden darf man die Sache dann nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern muss die Mädchen und jungen Frauen dann sehr gezielt mitnehmen. Denn bis in Management-Ebenen ist es leider Gottes heute immer noch so, dass junge Frauen weniger auf sich aufmerksam machen als junge Männer. Oder wie Frau Ernst es sagte, junge Männer sind eher von ihrer Leistung überzeugt, während Mädchen doch häufiger an sich selber zweifeln. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, weshalb das so ist. Wir als Wirtschaft nehmen zur Kenntnis, es ist so. Das heißt, du musst Mädchen stärker verstärken in ihrer guten Leistung, denn das ist eben auch eine Erfahrung. Die Leistung ist eher überdurchschnittlich, die Leistungsbereitschaft auch, und gezielt klar machen, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Und ich bin auch eine Freundin davon, das relativ nüchtern vorzurechnen. Wie viel braucht man eigentlich für ein eigenständiges Leben an Einkommen? Was ist so eine untere Schwelle? Was ist wünschenswert? Und dann vorzurechnen, mit welchen Berufen erreicht man das denn, bitteschön. Und da bin ich maximal realistisch und glaube, es ist gut, in diese Diskussion auch mit jungen Frauen und mit jungen Männern zu gehen.
Wichtiges Thema, der Gender Pay Gap, der ja da auch viel zu wenig meines Erachtens bisher eine Rolle spielt. Das beschäftigt hier auch unsere Akteure. Es gab noch mehrere Fragen auch dazu, auch nochmal, in der nochmal die Rolle von Eltern auch betont wird. Auch die ein wichtiger Faktor bei der Berufswahl, das wissen wir. Eine letzte Frage würde ich noch gerne an Sie weitergehen, geht vielleicht vor allen Dingen in Richtung von Frau Ernst. In den Kernforderungen des nationalen MINT-Forums sind ja auch neue Personalkategorien gefordert worden sind. Und wir alle haben jetzt hier an der Pandemie gemerkt, wie wichtig das wäre, das heißt also, dass andere Kompetenzen, die sind, dass es nicht der Informatiklehrer nebenbei noch alle Computer der Schule wartet. Wie lassen sich denn diese Kernforderungen auch politisch umsetzen oder teilen Sie überhaupt diese Forderung? Also ohne das Engagement der Mathematik- und Informatiklehrkräfte wären wir in den Schulen nicht, wo wir sind. Aber wir sehen das natürlich auch immer ein bisschen skeptisch, weil die Priorität ist die des Unterrichtes. Insofern ist es ja gut, dass eine Ergänzung des Digitalpaktes die Unterstützung von Systemadministration an Schulen ist. Das entlastet die Lehrkräfte und das professionalisiert den Umgang. Auch da stoßen wir unter an Fachkräftemangel. Das muss man ganz deutlich sagen, aber das wird uns nach vorne bringen. Der Fachkräftemangel wird uns weiterhin begleiten. Wenn Sie noch einen Wunsch frei hätten, was wünschen Sie sich für die MINT-Bildung in Deutschland mit einem Satz? In 5 Jahren, wo wollen wir da stehen? Also ich möchte, dass wir die Ausstattungsfrage hinter uns lassen, sondern dass wir routiniert zu Investitionen und Ersatzinvestitionen kommen und uns auf guten Unterricht mit erstklassigen Kooperationspartnern beschränken können. Das ist doch ein guter Wunsch. Herr Kaiser, was wünschen Sie sich? Ich würde mir wünschen, dass jede weiterführende Schule vernetzt ist in einem regionalen MINT-Netzwerk, wie zum Beispiel ZTI. Ich glaube, das wäre ganz erfolgreich, weil dann die Gemeinschaft, die Gesellschaft zusammen daran arbeitet, das würde den nachhaltigsten Erfolg bringen. Und Frau Nikuta, Ihr Wunsch? Mein Wunsch ist, wenn ich Mechatroniker, Mechatronikerinnen ausschreibe oder IT-Kaufleute, dass ich dann mehr als 50% weibliche Bewerbung habe. Wunderbar. Und ich habe hier viele Ansätze heute gehört, die wir gemeinsam angehen können, um das am Ende auch zu erreichen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren, dass Sie mit uns diskutiert haben und möchte Sie auch ganz herzlich auch zu unserem Mittagsprogramm einladen, was jetzt beginnt, bei dem Sie natürlich dabei bleiben können.